Hallo Welt! Hallo Welt, da sind wir wieder und wir sind fertig. Das rostige Metall ist durchgelaufen. Wir haben jetzt nur noch Ferritstaub. Ach so. Erstmal ab in den Anzug damit. Vielleicht laden wir das ganze Gerät hier nochmal auf und gucken, was wir jetzt eigentlich aus Ferritstaub gewinnen, wenn wir das hier einspeisen. Reines Ferrit, liebe Welt da draußen. Und das brauchen wir doch auch. Und vor allem ist es dann besser gestapelt, finde ich. Ich bin mir sicher, wenn man reines Ferrit hier reinstellt, dass man da Ferritstaub rausbekommt. Aber erstmal reines Ferrit, warum nicht? Und Maschinerie, los! Eine Minute, das geht ja schnell. Okay, das gefällt mir. Das gefällt mir richtig gut. Ah, wir müssen nachher 10 Stück von diesen Maschinen bauen, aber da brauchen wir viele Farne. Ihr wisst schon, wegen dem Treibstoff und so. Kann man das hier auch ernten? Oh, das kann man hier auch ernten. Ah, da bekommen wir noch mehr Ferritstaub und so. Hey. Entschuldigung, es lief direkt auf uns zu, ja? Es wollte uns angreifen. Ich bin mir sicher, es hatte Hunger, wollte uns fressen. Und wir haben uns nur verteidigt. Bekommen wir denn aus dem Kadaver nicht noch irgendwas raus? Das Fleisch oder so? Vielleicht können wir das noch einsammeln. Ja. Doch, wir bekommen ein bisschen. Bekommen wir scheinbar da noch raus. Ein bisschen Ferritstaub wenigstens. Oder das war der Stein hier gerade. Ja, aber Ferritstaub brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Da, wir brauchen den Farn. Treibstoff. Noch und nöcher. Ja, jetzt haben wir hier aber schon alle Büsche weg. Da wächst nichts mehr. Oh, es ist durch. Oh, wie schön. Reines Ferrit für uns. Raumschiff ist voll. Das Raumschiff ist voll, ja. Und dann hauen wir hier nochmal Ferritstaub drauf, oder? Erstmal können wir ja gucken, was passiert, wenn wir reines Ferrit rein... Oh! Hey, nein! Wenn wir reines Ferrit reinpacken, dann bekommen wir magnetisiertes Ferrit. Aufgeladenes metallisches Element. Ein hochverarbeitetes Metall, das mehrere Stufen der Veredelung in einer Raffinerie erfordert, wird bei der Herstellung fortschrittlicher Strukturen und Technologien verwendet. Nicht schlucken. Nicht? Oh, da weiß ich jetzt nicht. Wollen wir das herstellen? Eigentlich brauchen wir es ja im Moment nicht. Ja, dann haben wir irgendwas auf Lager, was wir sowieso nicht brauchen. Aber ich würde gerne wissen, was man daraus wieder herstellen kann. Ja, dann kann man ja doch keinen Ferritstaub herstellen. Ach komm, wir sind jetzt gerade mal dabei. Wäre doch feige. Wir probieren das mal aus jetzt. Keine Pflanzen mehr. So langsam müssen wir echt an die Bäume gehen. Ja, und nochmal, ich hoffe, dass die Farne irgendwie nachwachsen. Aber wer weiß, vielleicht da, wo wir hinlangen mit unserem Werkzeug, da wächst kein Gras mehr. Naja. Alles so weit weg. Da müssen wir uns so weit von unserer Raffinerie entfernen. Wenn wir das da unten ernten wollen. Ach, der Baum kann hier noch weg. Ja, der dauert total lange und bringt nicht viel. Gerade mal 10 Teile rausbekommen. In der Zeit hätten wir... Tja, hier, Farn bringt uns gleich 70 Kohlenstoff. Nicht nur 10. Und dauert nur 3 Sekunden oder so. 2 Sekunden, 1 Sekunde. Ach, was rede ich denn da? Geht sofort. Ohne Zeitverzögerung. Die Zeit geht noch zurück. So, jetzt haben wir aber, glaube ich, voll. Und mal gucken, was wir daraus machen können. Ah, das können wir wieder zurück umwandeln in reines Ferrit. Ja, schön.
Mal gucken, was wir noch haben. Kohlenstoff. Also, da können wir das verdichtete Kohlenstoffzeug rausmachen. Sternenknollen. Ja, was können wir denn daraus machen? Was kommt denn da wohl raus? Kohlenstoff. Ach, weiß ich jetzt nicht. Kohlenstoff finden wir ja sowieso jetzt an jeder Ecke. Jetzt, wo wir einmal wissen, wie das geht. Ja, ich bin dafür, dass wir jetzt das ganze Ferritstaubzeug hier umwandeln. Was kommt aus Tetrakobalt raus? Warum haben wir da überhaupt nur einen Teil? Ionisiertes Kobalt. Hört sich auch gut an. Und verdichteter Wasserstoff, Kohlenstoff meine ich. Was bekommen wir daraus, wenn das verdichtet ist? Normalen Kohlenstoff. Aha. Warum haben wir im Raumschiff auf einmal so viel Platz wieder? Das war doch voll vorhin die ganze Zeit. Haben wir schon irgendwas umgestapelt hier? So, zack, Ferritstaub nochmal rein und aufladen. Wie bitte? Eine Sternknolle? Was ist damit? Warum steht das da oben? Eine Sternknolle? Wir sind hier nur rumgelaufen. Lag die irgendwo und wir haben die eingesammelt, während wir rübergelaufen sind sofort? Funktioniert das so? Ah, der Planet ist doch super. Hier bekommen wir sofort auch Natrium raus. Aus den Felsen, wenn wir die zerstören. Jetzt gucken wir aber doch mal über den Hügel hier. Vielleicht ist hier noch ein ganzes Feld. Nein, kein Feld. Ja, dann her mit dem Baum da. Bringt zwar nicht so viel. Ach, das lohnt sich ja gar nicht. Da sind wir ja nur die Waffe am Nachladen. Nee, Bäume lassen wir in Zukunft in Ruhe. Echt. Aber diese hier versperren uns gerade die Sicht. Ja doch, ein bisschen haben wir jetzt mehr rausbekommen, oder? Aber nicht so viel wie aus dem Fahren letztens. Oh, weg ist er. Ich glaube, hier bleiben wir auf dem Planeten. Wobei ich meine, ja, schön ist es hier. Aber ich meine, wir können mit Sicherheit was finden, wo es noch mehr Farne gibt. So ein bisschen mehr Grün. Ist mir doch ein bisschen viel Rot hier im Grün. Also von daher, oh. Phosphor. Was ist eigentlich mit Phosphor? Haben wir noch gar nicht gefunden. Ist für gewöhnlich auf Planeten mit heißem Klima zu finden. Und wie warm ist das hier? Aufladen mit Kohlenstoff, verdichteter Sauerstoff oder Phosphor eben. Ja, dass uns da mal keiner auf die Schliche kommt hier. Oh, weg ist es. Oh, aber selbst hier aus den kleinen, da aus den gefährlichen Pflanzen, selbst da bekommen wir ordentlich was raus. Mehr als aus den Bäumen. Das geht schnell mit dem Ferrit. Sehe ich hier irgendwo einen Faden, der nachgewachsen sein könnte? Irgendwie? Ja, vielleicht da.
Ah, da sind sie wieder. Friedlich? Ja, immer noch friedlich. Ja. Und jetzt? Oh. Ja, der ist doch nachgewachsen. Dann wächst das nach hier mit dem Farmzeug. Da müssen wir nur ein bisschen warten, meine ich. Und lassen das ein bisschen wachsen. Vielleicht wächst es ja schneller, wenn wir uns entfernen hier aus der Gegend mal. Aber das möchte ich nicht machen, solange unsere Raffinerie am Arbeiten ist. Ja, da war sie schon fertig. Noch mehr fein Ferritstaub. Da, die ganzen Fahnen sind nachgewachsen. Oh, cool. Wie schnell. Oh, die Steine aber auch, oder? Moment, aber mir fällt da gerade ein, wir können ja nicht nur farmen die ganze Zeit. Farnen, in diesem Fall farmen. Ja, wir müssen ja auch ein bisschen was tun, oder? Wir wollten zum Beispiel Kupfer abbauen, damit wir weiterkommen. Ach, müssen nicht. Eigentlich können wir weiter Material sammeln. Wir sind doch dabei, unser Inventar leer zu räumen. Immer noch seit, was weiß ich, wie vielen Folgen. Da kann man mal sehen, wie viel wir eingesammelt haben. So, erstmal nehmen wir das hier raus. Ach so. Das hier raus. Ins Raumschiff rein. Und jetzt können wir... Ja, was haben wir denn hier noch? Koprit können wir noch mal. Und Ferritstaub. Ja, okay. Ferritstaub geht ja ganz schnell. Da können wir sogar bei zugucken jetzt diesmal. Kohlenstoff. Ja, Koprit erstmal. Das können wir hier in Mordit verwandeln. Ja, das dauert aber schon etwas länger. Ach, da nehmen wir schon wieder reines Ferrit auf, aber egal. Dahinter ist bestimmt auch noch ein kleines Feld an Farnen. Ja, da sind sie. Ich denke mal, reines Ferrit können wir sowieso gebrauchen nachher zum Bauen noch. Der ist ganz schön hartnäckig, dieser Felsen da. Oh gut. Was können wir... Ach, hier haben wir noch so viel Ferritstaub. Ja, das müssen wir doch alles umwandeln. Und verrostetes Metall haben wir auch noch viel.
Ja, Ferritstaub hauen wir hier noch rein in die Maschine. Ausgabe besetzt. Ach so, natürlich. So, jetzt können wir aber, glaube ich, mal sortieren hier so langsam schon. Wie sieht's? Ja, das Inventar sieht ja schon sehr viel besser aus. So, das gefällt mir. Und das Raumschiff? Ach, das ist das Raumschiff. Aber Moment mal. Echt, ist das das Raumschiff? Ja. Weil ich dachte, wir hätten... Das wäre jetzt mehr Platz hier drin, ist es aber nicht. Ja, mal sehen. Reines Ferrit können wir rüberschieben noch und Natriumnitrat. Mordit haben wir so viele. Was haben wir denn noch? Was können wir denn noch stapeln hier drin? Natriumnitrat müssen wir gleich herstellen. Aber Natrium haben wir jetzt gar nicht so viel. Oh, schon fertig. Reines Ferrit. Da passt aber noch was drauf auf den Stapel, so wie es aussieht. Aber da haben wir gerade kein reines Ferrit mehr. Keine Autosortierfunktion hier. Das hätte ich ja nicht gedacht, so in den ersten Folgen, dass wir mal so voll werden, dass wir, also so schnell auch so voll werden, dass wir gar nicht mehr wissen, wohin damit. Wir können gar keinen Kupfer sammeln gehen jetzt, wir sind voll. Immer noch. Also ein bisschen haben wir frei bekommen, aber zu wenig, finde ich. Keine freien Plätze im Ja, Inventar voll. Wir sind ja noch am Packen hier. Moment. Nicht so schnell. Das war's. Ja, Maschine kaputt, Maschine voll, sage ich mal. Ja, liebe Welt da draußen, wir sind auch am Ende der Folge. Ich bedanke mich für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.